Ja, hier frisch gemachte Beete. Ja, empfiehlt sich die Schnur zu spannen, damit die Wege einigermaßen gleich breit bleiben und die Beete und auch die nicht zu viele Kurven drin sind. So sieht es aus, wenn es dann fertig ist. Hier ist jetzt die Erde einfach nur von hier aufs Beet geworfen. Das gleiche hier, noch da. Jetzt wird dann nochmal glatt gezogen. Man hätte noch eine Tiefenlockerung vorher machen können. Fehlt jetzt gerade die Grelle nicht, beziehungsweise Broad Fork. Aber wenn der Boden einigermaßen feucht ist, dann ist er hier auf dem Sand auch relativ locker. Wir haben die Wurzeln von den Pflanzen vorher drin gelassen und die Erde einfach nur oben drauf gepackt. Vorher, dadurch, dass die Solarpumpe es ermöglicht, noch größere Mengen Wasser zu verteilen, haben wir richtig viel Wasser auf die Fläche gebracht, damit der Anschluss an den Bereich, wo noch Restfeuchtigkeit von der Regenzeit drin ist, gewährleistet ist. Und wir, wenn die Beete dann etabliert sind, nicht mehr so viel wässern müssen, weil hier einfach noch das Problem ist, durch den fehlenden Kompost und den fehlenden Humus, dass es nach dem zweiten Bewässern so aussieht. Hier sieht man schön die, wie sich die Organik, das bisschen was drin ist, sammelt. Ja, ihr seht, stark verschlemmt. Vielleicht mal ein Vergleich. Hier ist jetzt auch schon bewässert. Ja. So wird es unverschlemmt aussehen. Unterschied. Wird steinhart, wenn es austrocknet. Jetzt gerade ist noch Restfeuchte vom Wässern gestern Abend drin. Mal schauen, ob die Möhren sich da durchquälen. Genau, aus dem Grund ist die Idee, vorher stark zu wässern, dass wir dann hier oben nur noch feucht halten müssen. Vor allem, solange hier jetzt noch nichts wächst. Und wenn die Kultur dann da ist, haben wir die Kapillarität nach unten und haben keinen Unterboden, der uns das Wasser von oben wegsaugt, sondern eher nachliefert. Ja. Mal schauen, in 2 Wochen sieht es hier dann schon grüner aus. Die Kartoffeln sind am Keimen. Auch da müssen wir gucken, dass wir hier, da haben wir jetzt gestern Abend nicht mehr bewässert. Das seht schon, da kann ich die Platten abbrechen, dass wir das offen halten, dass die Kartoffel auch durchkommt. Sie ist jetzt relativ tief abgelegt, weil wir hier eine Rille gezogen haben, bevor die Erde drauf kam, und dann die Kartoffel rein, Wasser in die Rille und dann die Erde einfach oben drauf. Dadurch hat man dann schon den Kartoffeldamm hier nochmal ein bisschen gezogen, dass wir hier eine kleine Rille haben, die Erde noch da, dass das Wasser auf dem Beet bleibt. Ja, einfache Möglichkeit, die Kartoffeln schon in den Boden zu bringen, zumindest beim ersten Beet anlegen.